Hallöchen, Leute. Willkommen zum sechsten Teil meiner The Rise of the Tomb Raider Reihe. Wir haben mittlerweile 34% abgeschlossen und heute war das ein eher kurzer Stream. Genau. Denn mir ist furchtbar warm. Also hier ist es gefühlte 50 Grad warm. Ich gehe hier echt kaputt. Und deswegen streame ich zwar, allerdings nur kurz. Fängt direkt wieder vollgepackt mit Action an. Unser Ziel ist es hier dann ein Feuer, ein Signalfeuer zu errichten. Eine Flasche. Ach, da. Genau. Wollte ich sagen, Feuerpfeile kann ich jetzt herstellen. Ist nützlich. Bei diesem Spiel, das ist hier ein Haufen optionale Weichen. Also ich kann hier, nehme ich eine Mission an oder nicht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mal irgendwie Momente hat, wo danke. Ja. Okay. Willkommen zurück. Sie. Ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden.
Ich habe tatsächlich einen Fähigkeits. Da nehme ich mal wieder Kämpfer. Der Tod von oben, na, den möchte ich eigentlich nicht, aber. Gesagt, ein bisschen zu langsam, also die lädt zu langsam, da möchte ich lieber dieses. Wer? Sollen Falschwitzen sehen, stumm. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß nicht, welche Rüstung die Eindringlinge tragen. Trinity wird bald hier sein. Ich weiß nicht, ob wir sie noch da. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Zeit für uns. Ich sehe, dass du es. Allein reicht dir nicht zum Überleben. Wir gehen die Federn aus. Gleichmäßig und im Fallschacht verteilt? Das sieht nicht richtig aus. Genau so. Ich hoffe, Sie können mit dem. Was Sie auch suchen, das können wir nach dem Kampf besprechen. Die Söldner haben diesen Ort heilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Jacob vertraut Ihnen. Das genügt. Keine Sorge wegen uns. Wir sind vorbereitet. Wir haben für die Söldner vertrieben hatten, starb einer seltsamen. Der Sturm hat eine Überschwemmung verursacht, hat ein paar Wachtürme umgerissen. Die Dinger, die durch das Tal brummen, haben viele Vögel verscheucht. Aber unten gibt es noch Möwen. Sie sind doch mit Jacob gekommen. Ja, ja. Sie sind zu Fuß hier? Ja, wo steht mein Auto? Haben Sie die Mine bei der alten Sowjetanlage gesehen? Ich nicht. Verrückt. Oh, hallo. Wie denn bleiben? Hätte nötiger kommen. Ein ganz schöner Lärm.
Die Regenfälle haben. What the fuck? What the fuck? What? Scheiße, wie bekomme ich denn jetzt die Giftpfeile wieder? Ah. Wir brauchen auch nicht hin. Ist natürlich immer dieses Wolf-Problem. Die dann mal an und mir irgendwie einen Herzinfarkt versehen.
Wildschwein. Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Spiel ein Wildschwein sehe. Was sind noch mehr? Bleib stehen! Blödes Vieh. Wie viel halten die denn aus? Na geht doch. Noch mehr? Oh Mann. Nicht. Sieg, die macht's mir absolut nicht leicht. Maschinen helfen. Wenn's weiter nicht. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Bitte, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Erstmal lesen wir ein Buch. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr um was zu essen. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen.
So. Ich bin wieder da. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ist natürlich nicht verstanden, was die da vorgelesen hat, aber ja. So, jetzt gibt's Milchschnitte. Die schwinge ich mir schnell runter. Schreib doch gern so was. Aber ja. Vier Stück. Geh mal hier auf den Turm. Ich da echt nicht. Scheiße, was war das denn?
Oh mein Gott. Thank you.
Ach scheiße. Oh, hab ich mich jetzt schon. Fuck, wo ist dieses blöde Vieh? Jetzt muss ich's doch endlich bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nein! Oh fuck. Nur wegen dem bisschen Scheiße bin ich.
Halt die Klappe. Drüben bin ich blöd. Wir wissen, was hier ist. Wir haben das erwartet. Naja, dann ist. Hier ist ein mehr ist hier nicht. Dann gehen wir mal da rein. Stopp. War da noch was an dem Zeug? Geh nochmal zurück. Wir gucken mal, ob hier irgendwo. Also ist damit diese Tür gemeint. Okay. Ach. Hier Aurora, die schreib doch gerne mal was in mich hin. Weg nach Kitesh war lang und hart.
Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Kitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Spannend. Und wir haben wieder ein Grab entdeckt. Was hat die jetzt gemacht? Und dann gehen wir zurück. Hier muss ich hin. Was wünscht ihr so für Spiele? Würde mich mal gern interessieren. Eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau.
Interessantes Timing, dass Sie Zeit. Ob sind Sie kein Dieb? Sein Wort ist Gesetz. Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Hinter die Barrikaden! Schnell! Schnell! Irgendwie kann ich kaum was an. Aber jetzt wird's spannend. Wo ist die Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Karte. Der Atlas. Sie zeigt ihm den Weg. Diesem Atlas. Hey. Oh, hoffentlich macht er jetzt mit mir gemeinsam. Oh, ganz. Noch mehr. Hey Mann. Kommt nur alle her. Was denn?
Scheiße. Hier sieht kaum was. In seine Rückseite kommen. Was ist denn das aber auch für eine Scheiße? Ich weiß echt nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß es nicht. Fuck. Scheiße!
ist tot. Fuck, ich kann nicht mehr. Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt? Verfickt nochmal hier. Scheiße. Das gehen verfickt nochmal. Mann. Ich kotze hier. Das kann nicht sein. Ich soll mich hier in die Mitte stellen. Und dann. Ja, ich muss hier von. Fuck! Wir können die Stellung nicht viel länger halten. Wenn wir sie nicht umgehen können, verlieren wir das Dorf. Das war. Nochmal, das kann doch nicht so schwer sein. Gegen. Steh auf! Mann, ich muss auf diese Fackeln.
Was ist das für eine Scheiße? Jawohl. Fuck, mir geht die Scheiße. Oh. Mein Herz. Die Einheimischen haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Ja! Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern! Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Ich interessiere sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte. Finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Tja. Pech. Würde ich sagen. Mein Controller muss geladen werden. Deswegen gibt's jetzt eine kurze Verzögerung. So weit. Ich hab viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste, sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Bleib bei mir. Tut mir leid. Das haben ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg.
Es war noch nie einfach. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht finden. Viele meiner Leute leben in diesen. Sie sind nicht vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Verletzten versorgt. Da kommt mit. Ja? Und? Übel dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können zur Akropolis. Wir schaffen es schon. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Sie hier alles unter Kontrolle. Ich habe sie gesehen, im K- dass sie bei uns sind. Hier. Langsam habe ich mich vom Kampf geholt. Ist aber sauber. Gern warten. Bist du? Sie hat kommen. Sie haben. Ich sehe noch nicht richtig. Alles. Die Wunde ist. Was sagst du? Ging bei dem Angriff verloren. In Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt, Stimmt nicht. Ja, das wird nicht. Nein, bin ich nicht. Ruh dich aus. Sie kommt bald. Verdammt, tut das weh! Kann ich helfen? Das haben sie schon. Wären sie nicht gewesen, hätten wir noch mehr Tote. Dann war es das wert. Ruh dich aus. Das kommt wieder. Gut.
nicht. Wie geht es Ihnen? Kann ich irgendwas... Ja. Wer ist das? Du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Wenn die letzten Sonnen das Werk harter Arbeit beleuchten. Lager von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Rothfuss 2. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Ich will hier gar nicht rein. Jacob, es ist das reinste Chaos. Spur. In die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen.
Gebiet. Das erkunden wir noch. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zu Korb benutzt. Jemand ist hier eingebrochen, mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt, Kannen mit Öl und Wein umgestoßen und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte, nur für einen vergänglichen Augenblick irdisch zu schützen, selbst vor unseren Brüdern. Das Floß näher zur Insel ziehen. Voilà. Also, jetzt weiß ich hier nicht.
müssen für den Wir mögen fern der Heimat sein. Aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Leben... Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebürtigen Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die verstorbenen Häute um Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünsche nur, der Preis wäre nicht so hoch. Ah ja. Der Kurve näher herankommen. Scheiße. Das ist doch alles fucking, ey, ohne Scheiß. Fick dich doch, ohne Scheiß. Fuck my life. Nein! Fuck, fuck, fuck! Mann! Fick mein Leben, ohne Scheiß! Ich könnte ausrasten! Nein!
Fick dich doch. Ja, dieses Mal scheint es zu klappen. Zieh ran! Jetzt ins Wasser gefallen wir. Interessant. Die haben ihre Toten einbeigt. Goldener Kelch, ein König. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Ich muss irgendwie darüber kommen. Vielleicht mit einem Seil.
Zum nächsten Spiel und dann war es das auch mit diesem Stream. Anton. Eine Reliquie. Reliquien der Finger oder Kopf hat eine. Status. Sieht sauber aus.
langsam. Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam. Augen aufhalten. Wenn wir dich weiter prüfen, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Gutes. Wenn dir schlecht wird, rede ich einfach zur Wand rum. Ich gebe zu, das liegt dir. Fragen halten nur unnötig auf. Feiglinge. Nein. Wir haben Kontakt. Bind mich los. Einzelnen. Das ist ein Blut. Wir verlieren zu viele Leute. Genug geopfert. Und ich habe mich in. Helfen. In Sicherheit. Da kommt, mein Gang ist dicht. Mir geht's gut. Ich komm klar. Wir bringen halt durch. Vergessen. Bald vorbei. Mir geht's gut. Ich muss nur ausruhen. Nicht auf. Sie muss von drüben versperrt sein. Ganz ruhig. Nicht bewegt. Ganz ruhig. Tal fanden. Das muss wie ein Paradies gewirkt haben. Vielleicht bekomme ich sie von hier. Da sind wir sicher. Eine Art Waffenlager.
Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Lesen und es deutet irgendwo hin. Vermisst. Ich habe ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes. Gerade und fest kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift.